Wie sieht's aus, Doc? Ein Glücksgriff? Genau das ist sie, Sir. Sie ist außergewöhnlich. Wir haben sie getestet. Ihre Zellen wurden modifiziert durch ein Isotop an ihrer Halskette. Es scheint sie zu verjüngen. Aha. Mit dem richtigen Training wäre sie stärker und schneller als jeder Mann. Aber ohne die Kette wird sie schwächer. Sie ist mehr als perfekt. Das ist bestimmt der Grund, warum die Agency scharf auf sie ist. Jackpot! Ha, ha! Lenny wurde entführt. Was? Welcher Wichser will mich denn hier verarschen? Oder willst du mich verarschen? Gott verdammt! Ruf Jake an und sag ihm, wir wollen das Lösegeld. Und sag dem Sheriff, ich will meinen Jungen zurück. Diesem scheiß Perversling zahle ich auch noch Geld. Oh, Mrs. Cooper. Sheriffs Büro? Oh, wer ist die denn? Wo kann ich helfen? Ist für Sie. Skurky hier, was? Lila, hi. Was? Nein! Ja, Gott verdammt! Ist gut, ich komme. Bin gleich da. Part 2, End of the Road. Lenny schaufelt sich sein eigenes Grab, so soll es sein. Wo ist Victoria? Der tötet mich, wenn ich verrate. Und ich töte dich, wenn du schweigst. Oh, bitte! Wir wollten sie doch wieder freilassen. Wir wollten doch nur ein bisschen Kohle, Mann. Zum letzten Mal. Wo ist Victoria? Nicht aufhören. Dad hat gesagt, lass sie mal Sanchez! Und wo kann ich den finden? Eine Fabrik am Stadtrand. Fragen Sie sich einfach durch. Er kämpft ja immer nachts, okay? Gut. Du kannst aufhören, das hilft mir weiter. Darf ich aus dem Loch raus? Nein. Oh, was haben wir denn hier? Wir dürfen ihn also töten. Ich muss aber vorher noch mal kurz was schauen. Audio. So. Ich muss hier mal die Stimmen ein bisschen lauter machen. Ich hoffe mal, das. Ich lasse mal kurz auf volle Lautstärke. Das mit der Nonne war ein Unfall, okay? Ehrlich, fahren Sie einfach weg, bitte! Nein! Halt die Schnauze, Lenny. Nicht so! Wir fliegen ja schon Nein. die Geier rum. Nicht wie Darien! Was haben wir denn hier? Ein Tomahawk! Geil! Er hatte solche Schmerzen! Nein! Mann! Komm schon! Wenn es sein muss, machen Sie es wenigstens schnell! Oh Gott, nein! Bitte! Sorgen Sie dafür, dass ich nicht spüre! Nicht so! Mann, ich treffe den Kackding nicht! Kack! Boah, Kackbuhn, ey! Ich muss auf jeden Fall. Die Geier alle weg haben, ey. Das ist mein Part. Da oben ist noch einer. Und hier noch einer. Los, flieg los. Was ist jetzt? Eine Glocke hat geläutet.
Lenny, was machst du da? Steh auf! Steh auf. Boah, da liegt ja ein toter Kojote oder was ist das? Haben wir noch andere Geier? Nee, gell? Oder hier? Juhu! Kommt hier einfach mal ein Eisfang durch die Wüste? Ein Eisfang durch die Wüste? Lol. Ein Eiswagen? Geil! Die Kisten sind voller Dynamit. Okay. Jetzt ist das Dynamit wohl weg. Haben wir da noch was drin? Außer ein Hundeknochen? Nein. Geil. Aber es ist getan. Wir haben Lenny tot gefahren. Meine Arbeit ist beendet. Mit einem Eiswagen, den wir aus der ersten Folge kennen. Und da kommt schon die nächsten Hausgeier. Am Ende des Weges. Nächstes Opfer, schätze ich mal, wird Sanchez sein. Dem wird's vielleicht schlecht gehen, glaube ich. Da kommt auch Hitman vorbeigefahren. Krass, aber das mit dem Eiswagen, ne? Finde ich ganz lustig irgendwie. Part 2. Dexter Industries. Wo sind wir denn hier? Sanchez noch fetter als wir ihn je gesehen haben. Halt, okay. Erstes Sicherheitssystem deaktivieren. Da haben wir was zum Verstecken. Hier mein Metallrohr. Und hier die erste Leiche. Ganz ruhig, Kollege. So, wir gehen erstmal mit, um uns umzuziehen. Das schaut ganz nice aus. Der geht weiter dahinter. So. Gehen wir hier durch und deaktivieren aber noch nicht das Sicherheitssystem. Na komm, geh weg. So. Erstes Sicherheitssystem deaktiviert. Das zweite folgt zugleich. Oh, hier brauchen wir eine Schlüsselkarte. Hat die vielleicht jemand von euch?
runter. 47, ganz ruhig. Da will ich unbedingt rein und die Systemkarte war hier irgendwo. Also die Schlüsselkarte. Da. Die holen wir uns sofort, wenn der Typ... Okay. Wir können. Hier rein. Schlüsselkarte holen. Hier raus. Und darüber laufen. Im Schleichmodi, wie sich versteht. So. Dann hier rein. Und was haben wir hier? Eine Verkleidung. So, Fabrikwaffe habe ich jetzt schon gesagt. So. Geil. Und neue Waffen. Nice. Noch irgendwas? Oh, was ist das denn? Eine Annäherungsmine. Sozusagen eine Claymore, schätze ich mal. Jetzt müssen wir da vorne rein. Dahinter sind Klapperschlangen. Das Sicherheitssystem deaktiviert. Sollen wir den eliminieren? Das sollen wir. Scheiße. Verdammt. Ganz kurz getroffen werden, Freunde. Es geht mal nicht anders jetzt. So. Er kann hier nicht weg. Sucht ihn. So. Jetzt müssten wir erstmal sicher sein. Scheiße! Das sagt man doch nicht. Ich schätze, wir haben ein Problem. Überprüf die Umgebung! Ich brauch hier drüben Verstärkung, Jungs! Fuck. Geht da drüben! Ah. Scheiße! Ich will mich doch nur verkleiden. Ich geh rein! Er ist verschwunden. Ja, ich bin verschwunden. Scheiße! Wo ist der hin? Wie durch Geisterhand. Okay, wir sehen uns hier mal um. Da stimmt was nicht. Da hast du recht. Nein.
Fuck. Herrschaft, Zeit! Scheiße, Verstärkung ist auch noch da, Freunde. Was gibt's doch nicht? Da kommen immer mehr. Ich glaube, da starten wir lieber nochmal ab dem Kontrollpunkt. Es wäre, glaube ich, jetzt wirklich sinnvoller, als dass wir da jetzt eine große Schießerei wieder anfangen. Kann man mal zeigen, so eine Schießerei, aber ich glaube, jetzt war der schlechteste Zeitpunkt dafür. Das Metallrohr hier weg. Alarm! Hey, so ist das gut. Rühren Sie sich nicht. Und keine... Psst. Ja, bitte. Okay. Das gibt's doch nicht. Fuck. Scheiße. Unglaublich. Was zur... Na, komm mal her. Kein guter Anfang jetzt, aber es hat sich wieder gelegt, zum Glück. Nichts. Zentrale, ich schätze, wir haben hier ein Problem. Erste Hilfe erstmal genommen nochmal. Umziehen. Na komm, 47. Wehe, du ziehst dich jetzt wieder nicht um. Sonst geht's gleich ins Bett, ja. Weg damit. Wir haben hier was. Kahlköpfiger Kaukasier. Schnauze. Gar nichts mehr. So. Will hier noch jemand spielen? Ich bin gerne dazu bereit. Haben wir da drüben vielleicht auch noch eine Truhe? Oder... Hier vielleicht noch eine Truhe? Nein. Ich hoffe, es kommt kein Gegner, das wäre jetzt sehr blöd. Dann schaut einer her. Der sieht mich aber nicht. So. Rein mit dir. Den anderen holen wir auch noch geschwind.
haben wir die schon doppelt. Doppelt oder nicht. Wir sind gleich wieder im normalen Schema, wie wir gerade eben waren. Außer die Schießerei halt. Zentrale, die Sache gefällt mir nicht. Irgendetwas stinkt hier. Bleib dran. Das gibt's doch nicht. Himmel, Arsch und Zwirn, was ist hier los? Weiß ich nicht. Schau mal nach. Schnell hier rein. Zentrale? Hier ist nichts. Ich suche weiter. Gesehen? Oder nicht gesehen? Nicht gesehen, sehr schön. Mitkommen. Wir gehen jetzt spielen. Ja, im Wunderland. Hui. Im Wunderland der Kiste. Alice im Kistenland. So. Jetzt gehen wir wirklich langsamer vor. Ich glaube, ich mache da den Autoalarm mal an. Dass hier einer herkommt. Wäre das sinnvoll? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher aber nicht. Da irgendwie rein. Und ich habe mein Schraubentier vergessen, ist toll. Wir müssen warten. Einfach nur abwarten. Sind die alle nachgeladen? Ja. Moment. Wird zum Unperfekten. Das gibt's doch nicht. Kack die Wand an, ey. Die Versteckung ist immer sofort da. Ich besorg uns Hilfe. Will ich verarschen? Woher weiß der das? Sackgesicht. Lauf, 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 lauf. Och Mann, wie sollen wir das denn da reinschaffen? Die sehen es ja alle immer, wenn ich den dann töte. Boah, jetzt müssen wir das alles nochmal machen. Okay. Ich wette, es gibt eine ganz leichte Taktik, wie man da reinkommt. Bloß ich bin wieder zu blöd dafür. So, wir warten nochmal. Jetzt. Yes.
erledigt. Jetzt hat alles geklappt. Wir brauchen ja eigentlich niemanden zu töten, bis auf den einen da halt. Ja, bei mir ist auch alles klar. Danke. So. Das ist jetzt für die Fabrikwache. Na komm, geh zurück. Sollen wir denn da leichter durchkommen als so? Vielleicht durch dieses große Haus da drüben? Alpha 5-4, erstatte Bericht. Alles sauber. Oh. Over. Sind ja schon da. So leicht geht das, Freunde. Ich hab's ja gesagt. Du brauchst gar nicht viele töten. Einfach durch. So, ich mach die Folge aber länger. Weil ihr habt ja sonst ja gar nichts gesehen. Wir sind jetzt dreimal hier abgeschmiert. Konzentrieren uns jetzt wieder. Ja, schau mal nach, was passiert ist. Oh. Aha. Zweimal dasselbe, dreimal dasselbe, okay. Okay, bin unterwegs. Okay, danke für die Auskunft. Finde ich sehr nett, wenn die zukünftigen Leichen noch mal vorher Auskunft geben, dass sie unterwegs sind. So, komm her. Schlechter Verlierer, 1 von 2. Hier. Okay, der läuft los. Alpha 4 erstattet Bericht. Nichts zu... Nichts zu sehen. Wird sich gleich ändern, glaube ich. Das mussten wir tun.
weil wir sonst nicht weiterkommen. Haben wir hier noch was, wo wir den verstecken können? Hier ist die Schlüsselkarte. Weil es so schön war, gleich nochmal. Weil wir nämlich noch hier einen Behälter haben. So, jetzt können wir auch rumrennen. Zum Glück, hier ist noch mehr Weiß. Sonst noch irgendwas? So, dann er noch hier mit. Die hört sich aber gar nicht gut an, die Mühle. So. Jetzt geht's erstmal richtig schön weiter, ganz normal. Und bei Exit gehen wir nun raus. Boah, ist das hell. Ach du Scheiße. Ach du große Kacke. Mitten in der Wüste haben die einfach mal so eine Riesenfabrik. Die Waffenfabrik, das Herz von Dexter Industries. Und ja, meine lieben Freunde, jetzt wird aber ein Folgencut gesetzt und ich hoffe, dass du bei dieser schönen Aussicht in der nächsten Folge nochmal einschaltest und mit mir Hitman Absolution weiterspielst. Ich bin Alice Hedelberg, bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!